Guten Morgen, ihr Lieben. Ich dachte mir, wir hatten schon sehr, sehr lange keinen Vlog mehr. Es ist Freitag, ich habe ein sehr buchlastiges Wochenende vor mir, habe keine Pläne, habe keine Verpflichtungen. Und was passt da mehr, als ein bisschen zu lesen, zu schreiben, daheim zu sein, die Zeit zu genießen, etc. etc. Und da würde ich euch gerne mitnehmen. Es ist jetzt Freitagmorgen. Ich habe freitags ja immer frei. Ich war schon duschen. Ich habe hier schon mein ganzes Gekrempels aufs Bett geworfen, was ich noch verräumen muss. Ich habe schon Sport gemacht. Ich versuche momentan nämlich jeden Tag eine kleine Sporteinheit einzubauen, weil ich einfach der unfitteste Mensch aller Zeiten bin, gefühlt. Und das ein bisschen ändern möchte. Ich möchte ein bisschen was an meiner Kondition machen. Und ein bisschen was an meinem Umfang machen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen aufräumen. Und dann geht's ab auf die Couch. Ich habe nämlich aktuell ein paar Bücher, die ich begonnen habe und die ich auch richtig, richtig gut finde bisher. Und es gibt auch noch eins, das vermutlich heute ankommt und das ich lesen möchte. Ich würde sagen, ich mache mich ans Werk. Es ist jetzt 9 Uhr morgens. Die Wohnung putzt sich nicht von alleine. Ich möchte heute auch noch ein paar Reels drehen, solange die Kleine nicht da ist. Und werde mir da gleich auch noch ein Skript schreiben, damit ich das auch wirklich alles so mache, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später nochmal. Hello again! Ich habe mich mittlerweile ein bisschen zurechtgemacht, denn, wie es an der Softbox unschwer zu erkennen ist, werde ich gleich noch ein bisschen drehen, sowohl für YouTube als auch neue Reels. Ich werde hier voll angestrahlt. Ich habe hier auch schon mein Skript liegen für die Reels, das wird nämlich mega witzig. Ich habe hier auch schon die Kostüme liegen, also ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weil dann wird es richtig, richtig funny. Ja, gedreht wird heute vermutlich nur ein Video, weil ich nämlich um 13 Uhr noch ein Teams-Meeting habe, trotz meines freien Tages, wo es um die Firma an sich geht. Also das ist schon sehr wichtig, da nehme ich mir dann auch die Freizeit und opfere meine Freizeit dafür. Ja, ich würde jetzt aber auch direkt loslegen, sonst wird es knapp mit meinem Zeitmanagement. Danach gehe ich auch direkt meine Kleine abholen. Das heißt, wir werden uns vermutlich erst heute Abend wiedersehen. Wenn ich mir meine Tulpen so anschaue, dann werden die wohl das Wochenende nicht mehr überleben. Dann müssen wir wohl leider morgen noch Blumen kaufen gehen. Oh, wie schade. Ich habe ja einen roten Daumen, deshalb sind so Schnittblumen immer sehr, sehr gut für mich, um etwas Farbe in die Wohnung zu bringen.
habe jetzt gerade den Abschnitt von Throne of Glass gelesen, das ich mit Tatjana und mit Nella zusammenlese. Wir sind jetzt beim 5. Band. Wir hatten da letztes Jahr angefangen und haben jetzt im März nochmal angefangen weiter zu lesen. Wir hatten 1 bis 4 gelesen und diesen Zwischenband und jetzt lesen wir noch, ich denke in einem Rutsch 5, 6 und 7. Es wird auch richtig spannend gerade. Also es hat am Anfang ein bisschen gedauert, bis ich wieder drin war in dem ganzen Setting und der ganzen Thematik mit Aelin und Co. Aber ich glaube, wir haben es zu dritt jetzt irgendwie geschafft, uns da durch zu manövrieren. Andauernd kam auch die Frage, wer ist nochmal der und was war nochmal da und woher kennen wir den? Aber wenn man es zu dritt liest, da weiß der eine manchmal mehr als der andere. Tatjana hat sich sogar ein Post-it reingemacht, wo zum allerersten Mal so richtig erklärt wird, wer nochmal Lorcan ist. Wir haben es einfach nur genannt, who the fuck is Lorcan, weil keiner mehr wusste, wer dieser Typ ist oder nicht mehr genau wusste. Und jeder hat irgendwie eine andere Theorie gehabt, das war ganz witzig. Ja, jetzt bin ich tatsächlich am Leben, weil es schon 9:30 ist und wir uns heute Abend vermutlich nicht mehr über den Abschnitt von heute weiter austauschen werden, ob ich nicht einfach den von morgen auch noch mitlese, weil ich jetzt gerade halt einfach drin bin, weil ich gerade gelesen habe und mich dann morgen auf mein anderes Currently Reading konzentrieren könnte oder morgen dann ein Buch anfangen könnte, das quasi heute bei mir angekommen ist. So, wo ist mein Lesezeichen? Das zeige ich euch jetzt schnell. Das ist, es ist gestern angekommen. So, ich hatte es euch schon in der Insta-Story gezeigt. Moment. Ta-ta-ta. Das hier ist nämlich noch angekommen. Jetzt im trüben Abendlicht sieht man nicht, wie schön es eigentlich ist. So, hier sieht es auch total dunkel aus und auf der Kamera sieht es total braun aus. Aber meine Wand sieht ja hier auch braun aus, also von daher bin ich auch noch mit wunderschönem Buchschnitt. Ich habe das vom Carlsen Verlag zugeschickt bekommen. Werde das in der Leserunde zusammen mit, ich glaube insgesamt sind wir 20 Leser und Leserinnen lesen. Geleitet wird die Leserunde von meiner Freundin Lea, Liberiarium. Falls ihr sie nicht kennt, ich verlinke es euch gerne nochmal in der Infobox. Und ich freue mich da schon sehr, sehr drauf. Ich werde, also eigentlich wollte ich heute Abend anfangen zu lesen, aber ich glaube, ich werde jetzt noch den Abschnitt von Throne of Glass weiterlesen, damit ich das morgen aus dem Kreuz habe und dann werde ich mich morgen diesem Baby hier widmen. Außerdem lese ich ja aktuell auch noch mit der Jackie die Illumini-Akten. Da sind wir bei Band 1. Ich bin auch schon ein Stückchen vor ihr. Wir haben ein bisschen größere Abschnitte gemacht und haben bei Rido quasi den Buddy Read reingestellt, damit wir auch immer nur dort reinschreiben, wo wir sind. Und wenn derjenige noch nicht dort ist, da gibt es eine super Funktion bei Rido, dass man das quasi erst freischalten muss, wenn du quasi angegeben hast, du bist jetzt bei Seite 250 und ich schreibe in dem Abschnitt 260 bis 300 Kommentar, dann kann sie das quasi erst sehen, wenn sie sagt, ja, ist mir egal, dass ich noch nicht so weit bin. Ich möchte trotzdem lesen, was hier steht. Also das ist eine richtig, richtig coole Funktion, um Spoiler zu vermeiden. Ja, ansonsten habe ich noch angefangen mit dem Hörbuch zu We Are Like the Sky. Ich habe das Buch auch hier. Ich wollte das quasi zu meiner Gute-Nacht-Lektüre machen. Jeden Abend ein, zwei Kapitel kurz vorm Schlafen gehen. So ist zumindest der Plan. Heute Mittag hatte ich ein bisschen Haushalt zu machen. Und da ich gesehen habe, dass es das Buch quasi als Hörbuch gibt, habe ich es einfach angemacht und habe, glaube ich, die ersten 3 Kapitel oder so gehört. Von daher werde ich heute Abend im Bett vielleicht noch Kapitel 4 und 5 lesen, je nachdem, wie groß sie sind. Ja, ich höre jetzt auf zu sabbeln, widme mich noch ein bisschen Aelin und Co. Ihr dürft mir gerne mal in den Kommentaren verraten, für diejenigen, die Throne of Glass gelesen haben, also wahrscheinlich 80% der Community, wer euer liebster Charakter ist. Das würde mich wirklich mal interessieren.
Wir hatten ja die ganze Zeit mit Kale geliebäugelt. Und wir haben am Anfang immer gesagt, cool. Und deshalb hat er bei uns eigentlich nur so ein Brokkoli-Emoji, wenn wir darüber reden in unserem Gruppenchat, weil es kein Kohl-Emoji gibt. Wir sind schon sehr, sehr lustig unterwegs. Ja, das ist eigentlich mein Lieblingscharakter gewesen die ganze Zeit. Und ja, seit Melon auf der Bildfläche erschienen ist, bin ich ein sehr großer Melon-Fan. Ich war ja letztes Jahr auf der MagicCon auch einen Tag als Melon-Cosplay unterwegs. Es hat fast keiner erkannt, weil, ja, Buchreihen-Cosplay ist halt immer so eine Sache, wenn es jetzt nicht gerade Bella und Edward sind. Ja, ansonsten werde ich mich jetzt weiter mit diesen Konsorten hier beschäftigen und würde sagen, wir sehen uns einfach morgen. Guten Morgen. Es ist Samstagmorgen, 7:30 Uhr in Deutschland. Mein Nachbar macht schon seit 20 Minuten irgendwelche Motorradtesttouren auf der Straße. Der fährt, also wir sind nur eine Fünfhäuserstraße, fährt die ganze Zeit schon auf und ab und das Motorrad ist furchtbar laut, nervt tierisch. Dementsprechend ist meine Tochter auch schon wach. Die ganze Woche über muss ich sie um 7:45 Uhr aus dem Bett prügeln, weil sie dann noch im Tiefschlaf ist. Und jetzt ist Samstag, wir könnten endlich mal ein bisschen ausschlafen. Und ich könnte das ausnutzen, dass sie um 7:45 Uhr noch im Tiefschlaf ist. Ja, dann kommt mein Nachbar. Ich liebe es hier. Nichtsdestotrotz ist der Tag gestartet und gestern Abend habe ich noch ein bisschen länger gemacht als geplant. Ich habe noch den Abschnitt von Throne of Glass zu Ende gelesen, habe dann aber nicht mehr ein neues Buch angefangen, sondern habe mich noch an mein Manuskript gesetzt. Ich bin bei 75.000 500 Wörtern ungefähr gestartet, habe mir so als Ziel gesetzt, am Ende des Wochenendes 80.000 Wörter erreicht zu haben. Nach gestern Abend, wo ich echt eine gute Schreibsession hatte, ich habe fast 2.500 Wörter geschrieben. Ja, ist das Ziel doch sehr realistisch. Ich werde heute Abend vermutlich auch schreiben, weil ich nichts vorhabe. Und schauen wir mal, wie weit wir am Ende des Wochenendes sind. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Kapitel 19. Also wir kommen jetzt heute Abend zu Kapitel 20 von, laut Plot sind es ungefähr 32, aber das hat ja nicht immer was zu heißen. Das letzte Kapitel, das ich da gestern Abend geschrieben habe, war so auch nicht geplant. Manchmal verselbstständigt sich das einfach. Ja, und ich möchte ja mit Projekt R auch versuchen, bei einem Verlag unterzukommen. Ich war die Woche noch bei der lieben Jessie. Sie schreibt unter J.K. Blum ihre Bücher. Und sie meinte auch, wenn ich da irgendwie Hilfe brauche im Exposé, weil ich das noch nie gemacht habe, dann hilft sie mir da auch. Das ist gar kein Thema. Und erklärt mir auch manches, was ich oder was sie vielleicht anfangs falsch gemacht hat, was sie mir mitgeben kann. Also richtig, richtig cool. Finde ich immer schön, wenn Autoren sich untereinander unterstützen, anstatt sich als Konkurrenz zu sehen. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal probieren, beim Verlag mein Glück zu versuchen. Dann, wenn das nicht fruchtet oder keine Resonanz kommt oder nur Absagen kommen, werde ich es natürlich im Self-Publishing machen, weil ich die Geschichte einfach liebe. So, we will see. Ich werde sie kleine schnappen und einkaufen fahren, in der Hoffnung, dass jetzt noch nicht so viel im Supermarkt los ist. Und ja, dann wird erstmal gefrühstückt und ein bisschen gespielt, gebastelt, getanzt, was die Kleine auch eben machen möchte. Und wenn die schläft, wird sich Mama ein bisschen zurückziehen und weiterlesen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Ebenfalls diese Woche eingezogen ist übrigens dieses Regal. Deshalb war ich auch bei Jessie in der Nähe und habe das schön verbinden können. Ich habe jetzt quasi meinen eigenen Harry Potter Schrein und ich liebe ihn sehr. Vor allem hat jetzt auch endlich mein drittes Kind Platz.
Jeder hat mich immer verarscht, dass Hedwig so riesig ist, weil das der absolute Fehlkauf war. Ich wollte eigentlich diese kleine Hedwig, die so diese Größe hat, und habe mich verkauft, habe nicht drauf geachtet und dann kam dieses Monstrum hier an. Ja, hier fehlen mir jetzt noch Band 4 und 5. Die habe ich mir noch nicht gekauft. Werde das aber noch nachholen. Und hier fehlt mir Band 3 und 4. Die habe ich mal irgendjemandem ausgeliehen und habe sie nie wieder bekommen. Und wie ihr seht, sind die alle aus der gleichen Auflage. Also die haben alle das gleiche Logo. Falls jemand Band 3 und 4 in dieser Version zu Hause hat und möchte die loswerden, ein kurzer Aufruf, ich würde die nehmen. Das Print und das Print waren beide in meiner Witch Crown Box drin. Die mussten auch direkt hier rein. Das Lumos-Glas, falls ihr es vielleicht noch wisst, war eines der ersten Videos, die ich hier auf dem Kanal hochgeladen habe. Und natürlich meine Hufflepuff 20 Jahre Harry Potter Sonderedition vom Stein der Weisen. So, ich habe jetzt die ersten drei Kapitel des Buchs gelesen, beziehungsweise den Prolog und die ersten beiden Kapitel. Im Prolog ist quasi nur die Vergangenheit geschildert und dann startet das Buch mit dem Kennenlernen der Protagonistin, würde ich jetzt mal behaupten. Ich kann jetzt noch gar nicht so viel dazu sagen, was mich allerdings extrem gestresst hat. Direkt auf Seite 6, also quasi auf der zweiten Seite, ist direkt ein Rechtschreibfehler. Da ist mitten im Wort ist auf einmal so ein Haken. Wisst ihr, wie ich meine? So ein Dach. Ich weiß nicht, wie das da hinkommt. Ich glaube, das ist auch irgendwo, wo die Gänsefüßchen sind, da oben irgendwo. Es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gestört. Und ich dachte mir, warum ist das dem Lektor nicht aufgefallen? Ich meine, so Dinge wie mit anstatt mir oder und anstatt uns. Das passiert einfach mal und wenn man so im Lesefluss ist, fällt das gar nicht mal so oft auf. Aber so mitten im Satz, mitten im Wort, so ein Haken, also den sieht man, glaube ich, 3 Kilometer Entfernung schon. Aber ja, vielleicht bin ich da auch einfach zu pingelig. Das war auf jeden Fall so mein erster Eindruck vom Buch. Aber ich lasse mich überraschen. Bisher gefällt es mir richtig gut. Ich will mich jetzt auch von diesem blöden Haken nicht so verunsichern lassen. Aber auch wenn ich hier so ein bisschen motze, ich fand den Einstieg richtig gut. Es ist ein bisschen verwirrend, also ich glaube, ich werde da noch ein Kapitel 2 brauchen, bis ich so richtig dahinter geblickt habe, wie so die Konstellationen sind und wie so die, ja, dieses Fantasy-Setting ist. Und das Geschehen am Hof und wer welche Fähigkeiten hat. Das ist bei mir anfangs, wenn ich ein neues Fantasy-Buch starte, immer so eine Frage der Zeit. Weil ich brauche da einfach immer einen Moment, bis ich dann wirklich verstehe, wer zu wem gehört. Und wenn du dann zum Beispiel so komplexe Bücher hast wie Throne of Glass, ist natürlich noch mal schwieriger, das habe ich euch ja gestern Abend schon erzählt. Aber ich bin gespannt, ich werde nachher auf jeden Fall noch ein bisschen weiterlesen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Haushalt machen und ich muss noch ein paar Bestellungen vom Shop abarbeiten. Das würde ich gerne machen, solange die Kleine noch schläft. Und dann gehen wir nachher vielleicht noch ein bisschen in den Wald oder einfach in den Stadtpark spazieren. Ja, bevor es dann heute Abend mit Kochen und Baden und Lesen und Schreiben weitergeht. Thank you.
Und ich habe mittlerweile meine Position auf meinem Lesesessel eingenommen. Ich setze lustigerweise ganz oft nicht mit dem Rücken an der Lehne, sondern benutze die Lehne, um mich abzustützen. Hier liegen immer noch zwei Kissen beim Schoß der Leseknochen. Also ich lese ganz oft so oder eben so schräg. Es ist total seltsam, aber ich liebe diesen Sessel. Der ist so schön breit, dass ich im Schneidersitz drauf sitzen kann. Ich kann auch jetzt verkehrt herum mit dem im Schneidersitz drauf sitzen. Ich kann mich hier anlehnen, kann die Füße hinten runterhängen lassen. Das war die beste Investition, ich glaube, was Möbel in meiner Wohnung angeht. Ich habe ihn mir damals gekauft in der Schwangerschaft als Stillsessel. Das mit dem Stillen hat nicht so geklappt, aber den Sessel habe ich immer noch. Er verdeckt zwar auch so ein bisschen mein Bücherregal, aber ich liebe ihn abgöttisch und würde ihn für kein Geld der Welt mehr hergeben. Ja, ich habe jetzt vorhin noch ein bisschen in We Are Like the Sky gelesen. Da habe ich jetzt ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen, so ein Viertel. Das gefällt mir bisher auch relativ gut, vor allem, weil bisher noch kein einziges Mal Schokobrötchen erwähnt wurden. Ich bin schon sehr gespannt, wie es da weitergeht. Also das ist ein Currently Reading von mir aktuell. Dann natürlich Throne of Glass, da habe ich jetzt heute nicht mehr weitergelesen. Da habe ich ja, oder heute Abend nicht mehr, da habe ich ja heute Morgen schon drin gelesen und den Abschnitt beendet. Da muss ich jetzt gleich mal noch den Mädels meinen Senf abgeben. Nella und Tatjana haben nämlich eben schon in der Gruppe geschrieben, dass sie auch durch sind mit dem Abschnitt. Das heißt, wir können da ein bisschen quatschen. Nein, ich habe es nicht heute Morgen gelesen, ich habe es gestern Abend gelesen, so damit ich heute damit starten konnte. Das habe ich heute Morgen gelesen. Ich bin auch über die drei Kapitel noch nicht hinausgekommen. Also ich habe da jetzt seit heute Morgen nicht weitergelesen. Deshalb kann ich euch da jetzt auch nichts Neues zu erzählen heute Abend. Und dann lese ich aktuell mit der Jackie noch den ersten Band der Illuminae-Akten. Da sind wir, ja, ich würde mal sagen, fast zwei Drittel durch. Also ich zumindest. Sie ist noch nicht so weit wie ich. Deshalb lese ich da jetzt auch gerade nicht weiter. Ich muss auch hier wieder sagen, Jay Kristoff ist einfach ein King. Da ist so viel schwarzer Humor und sehr trockener Humor drin verarbeitet. Also ich kann nur immer wieder im Kopf schütteln und mich fragen, wo der das alles herholt. Mich nervt es ein bisschen, dass mein Umschlag so kaputt ist. Ich bin auch tatsächlich am Überlegen, ob ich mir da einen neuen Umschlag kaufe, also ob ich mir quasi ein neues Buch kaufe und das hier verkaufe. Hier oben ist auch ein bisschen kaputt. Es ist mir gar nicht so aufgefallen, als ich es bei Rebuy bestellt habe, aber da ich ihn zum Lesen ganz oft abmache, ist es mir dann halt irgendwann aufgefallen. Seht ihr das? Da ist halt voll der Riss drin. Und ja, ich hätte das Buch ganz gerne in halbwegs ganz. Ich habe auch gestern noch mit Jackie gequatscht und sie meinte auch, ja, die letzten Tage hat sie nicht so Lust auf einen intergalaktischen Ausflug. Da geht es ja auch sehr viel um, ja, Sci-Fi-Themen und das muss man halt einfach mögen. Es gibt tatsächlich bei mir auch Tage, wo ich darauf keine Lust habe und dann halt auch nicht dazu greife. Und das finde ich auch schön bei uns im Buddy Read, dass wir da nicht fixe Abschnitte haben und sagen, heute machen wir den, morgen machen wir den, sondern dass wir einfach das eingeteilt haben oder sie es eingeteilt hat und das in unserem Tempo machen. Also wenn wir merken, dass der andere gerade nicht hinterherkommt, dann ja, wartet man einfach und das finde ich richtig schön, dass da nicht so ein Druck dahinter ist. Ich finde allgemein, in der Buchbubble machen sich viele Menschen einfach viel, viel zu viel Druck. Kann ja eine Zeit lang gut gehen, aber ich bin allgemein auch immer ein Verfechter davon, Sachen ganz entspannt anzugehen und habe mir ja auch für dieses Jahr vorgenommen, nicht mehr so viel Rezensionsexemplare anzufragen, weil ich da letztes Jahr Wochen hatte, wo ich wirklich dachte, ich muss jetzt lesen, ich muss, ich habe noch so viele Rezensionsexemplare. Und dann, ja, sind sie mir halt einfach um die Ohren geflogen und ja, ich hatte dann so zwei Wochen so eine richtige Leseflaute, weil ich keine Lust mehr hatte zu lesen, weil ich das so als Muss gesehen habe. Ja, das sind meine vier aktuellen Currently Readings.
mal, als Papa war letztens da und sagte, warum liegen hier so viele Bücher? Habe ich gesagt, die lese ich alle gerade. Und hat mich nur so schief angeguckt, du liest gerade 4 Bücher. Ja, ich lese gerade 4 Bücher, tatsächlich. Ich habe auch heute Mittag noch mal kurz zu, wo ist es denn? Muss ich mal gerade hier zur Couch legen. Noch mal kurz zu The Way We Melt gegriffen und habe mir da auch eine Markierung gemacht, weil ich da mit Ivy drüber gequatscht hatte, dass es da eine Szene gab, die eine Thematik im Yoga betraf. Und da hatten wir noch drüber gequatscht. Und ja, das wollte ich nochmal nachlesen. Deshalb habe ich das heute noch hier liegen gehabt. Also in meinem ganzen Couch-Eckchen sind immer sehr viele Bücher verstreut, wenn ich gerade irgendwie noch was da liegen habe für eine Rezension zu schreiben. Weil ich es theoretisch auch immer so mache. Bevor ich die Rezension nicht geschrieben habe, kriegt es keinen Platz in meinem Schrank, weil ich dann weiß, dass da noch was offen ist. Ist ja nicht so, dass ich eine Liste hätte. Und dann, das wollte ich euch heute Morgen schon erzählen, ist gestern noch ein Buch angekommen. Unsere Herzen auf Repeat aus dem One Verlag. Und da gibt es eine lustige Geschichte dazu, denn ich habe keine Ahnung, wo ich das angefragt habe oder gewonnen habe. Es war kein Brief dabei. Ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, dass ich irgendwo irgendwas kommentiert habe, wo man das vermutlich gewinnen konnte. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es eine Leserunde ist oder ob es einfach nur ein Gewinn ist, ob es ein Rezensionsexemplar ist, ob ich die irgendwo hinschicken muss, wenn es denn soweit ist und ich sie geschrieben habe. Es war nicht bei Lovely Books, es war nicht bei der Blogger-Jury. Es war nicht auf deren Instagram-Seite. Ich habe keine Ahnung, wo ich das gewonnen habe. Es war auf einmal im Briefkasten und es war keine Nachricht dabei und gar nichts. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, was ich machen soll. Wenn jemand zufällig weiß, wo das verlost wurde in der letzten Zeit, dann sagt mir das gerne, weil ich bin gerade echt überfordert. Normal kommt ja dann immer wenigstens eine E-Mail, du hast gewonnen, oder bei Instagram eine Nachricht oder egal bei welchem Portal man angemeldet ist, irgendeine Notiz. Aber ja, es ist mir in meinen, wie lange bin ich jetzt dabei? 5 Jahren Blogger-Dasein tatsächlich auch noch nie passiert, dass ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte. Also ich habe es definitiv nicht beim One Verlag angefragt. That's life. Ich werde es jetzt nicht ändern können. Ich werde wahrscheinlich, wenn mich niemand kontaktiert, auch nicht herausfinden, woher das Ganze jetzt wirklich kam. Es ist jetzt so, ich werde jetzt noch ein bisschen mich ans Manuskript setzen. Road to 80k. Ich möchte die 80.000 voll machen. Ich glaube zwar nicht, dass ich heute Abend noch die 1.200 schaffen werde, aber ich strebe es zumindest an. Ich habe ja noch morgen dafür, aber es wäre schön, wenn es heute irgendwie schon klappen wird. So ein kleines Erfolgserlebnis. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Also ich muss sagen, ich bin nach wie vor sehr, sehr begeistert über das ganze Setting. Es ist immer noch ein bisschen verwirrend, aber so langsam kämpfe ich mich durch. Ich bin jetzt bei Kapitel 6. So langsam habe ich den Dreh raus, wer da zu wem gehört und wieso die Hintergründe der Charaktere sind und wieso das Königreich aufgebaut ist. Und habe auch so eine leise Ahnung, wohin die Story einen vielleicht führen könnte. Ich mag
Den schreibst du von Dana unheimlich gern. Das ist bei The Run schon so gewesen, auch wenn ich da erst Band 1 gelesen habe. Aber das ist ein Problem, das ich habe. Also wenn es jetzt nicht gerade Urban Fantasy ist, sondern wirklich High Fantasy oder das ganze Setting auch auserdacht ist, das Königreich auserdacht ist, die Charaktere auch erdacht sind, dann fällt es mir halt manchmal ein bisschen schwer, mich da reinzufinden. Aber ich bin bisher echt sehr begeistert. Guten Abend. Mittlerweile haben wir den Sonntagabend erreicht. Und insgesamt habe ich tatsächlich am Wochenende mehr geschafft, sowohl lesetechnisch als auch schreibtechnisch, als ich geplant habe. Nachdem Samstagabend schreibtechnisch doch weniger rumkam als gedacht, konnte ich dann heute noch ein bisschen was nachholen. Bin dann insgesamt bei 82.000 Wörtern gelandet, also 2.000 mehr als geplant. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit. Und was mein Blogger-Dasein angeht, meine Leseliste, da kann ich sagen, ich habe 2 Bücher beendet. Ich habe zum einen den 5. Band von Throne of Glass beendet. Eigentlich hätten wir morgen noch einen Abschnitt, aber es war so spannend, dass ich es einfach zu Ende gelesen habe, jetzt vorhin noch. Dann habe ich das We Are Like the Sky beendet. Wo ich auch sagen muss, es war jetzt kein Highlight-Buch für mich. Also wenn ich das Buch jetzt mit anderen Büchern aus dem New Adult-Bereich vergleiche, und da nenne ich jetzt nicht Namen wie Emma Scott oder so, aber jetzt als Beispiel einfach mal nur die Still-Reihe, heißt die so, von Valentina Fast, oder die Reihe von Annabel Steel mit Worlds Apart und Co., dagegen konnte das Buch hier leider nicht so mithalten. Also es konnte mich nicht so packen, es konnte mich nicht so begeistern, auch wenn es ein schönes New Adult Buch war. Aber ja, das war's dann halt leider Gottes auch schon. Ich werde vermutlich jetzt noch eine Nacht drüber schlafen, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das Buch bewerten soll. Ich werde dann wahrscheinlich morgen mich mal anfangen, an den Blogbeitrag zu setzen. Das ist ein Rezensionsexemplar und die möchte ich dann doch relativ zeitnah nach dem Lesen rezensieren. Aber ich denke, ich werde bei Rido nachher schon mal was einstellen. Also wer bei Rido angemeldet ist, der darf gerne mal bei mir vorbeischauen. Ich bin immer sehr froh, mich mit anderen Menschen connecten zu können und deren Wunschlisten und Leselisten und vor allem deren Substapel durchzustöbern und zu gucken, ob da noch was drauf ist, was mir auch gefallen könnte, was man gegebenenfalls auch zusammenlesen könnte. Also ich heiße dort genau wie bei Instagram canis_art_books. Vielleicht hat der ein oder andere Lust, ja auch mal ein Buch zusammen mit mir zu lesen im Buddyread. Da kannst du nämlich super toll Buddyreads anlegen. So, ich würde sagen, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Restsonntag oder je nachdem, wann ihr das Video schaut, eben einen schönen Start in die Woche und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!